Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge U-Boot hier auf meinem Kanal. Wir haben letztes Mal die Patrouillenmission beendet, ohne großen Zwischenfälle, bis auf die Tatsache, dass wir ein Boot versenken mussten, aber es war leider unseres. So, ich habe die Rückfahrt jetzt soweit wieder in den Hafen vollzogen, bin jetzt hier die Mission gerade am Abmelden. Wir bekommen das U-Boot Kriegsabzeichen. Dann bekommt Klaus Hagenau bekommt das Eiserne Kreuz zweiter Klasse und das Eiserne Kreuz erster Klasse. Und das U-Boot Kriegsabzeichen. Dann haben wir Hermann Oeldörp. Ich glaube, das ist unser Maschinist. Und Alfred Wächter, der ist für unsere Torpedos zuständig. Und dann haben wir natürlich den Captain, dem fehlt aber leider noch ein bisschen was zum Eisernen Kreuz, erster Klasse, U-Boot Kriegsabzeichen. Hier sieht man, was wir versenken mussten. Und wir haben die Zusatzmission leider nicht geschafft. Jetzt wollte ich gerade mal schauen. Hier sieht man jetzt, unsere Leute gehen jetzt wieder zurück aufs Boot. Kapitän, das kann deine neue Crew sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente sehen möchten. Haben wir gerade irgendjemanden, den wir aufwerten können? Befördern? Nein. Ich würde ja gerne mit der Forschung anfangen. Dafür bräuchte ich aber halt einen Offizier. Und ich möchte keinen aus dem Boot wegnehmen, weil ansonsten dieses Hin- und Hergeschiebe wieder schwierig wird. Herr Kaloy. Du gehst schlafen und du gehst schlafen. Was brauchst du, Herr Muss ich Kaloy? kurz gucken. Schau mal. Gab es, hatte ich? Nein, hatte ich nicht. Also, Lebensmittel. Das ist tatsächlich immer so das Problem, wo ich am häufigsten drauf stoße, dass ich kein Essen mehr habe. Munition, soweit ich weiß, hatte ich eigentlich jetzt eingepackt. Wir haben ja keins verbraucht. Kraftstoff. Torpedos haben wir natürlich nur das Hecktorpedo verbraucht. Jetzt nehmen wir wieder ein neues mit. Gegenstände brauchen wir keins. Und wir verlassen und auf Wiedersehen. Gut. Dann gucken wir mal gerade. 20 Stunden müssen wir warten. Dann ist alles verladen. Beim BDU wird viel über Ihre Und letzten dann werden wir Patrouillen. uns Dies jetzt sind die unseren heutigen Aufträge nächsten vom BDU. Streng Auftrag geheim. abholen. Belfast Hafen ausspionieren. BE, wo ist denn DH? DH ist da unten. BE ist hier. Wie sieht es denn wettertechnisch aus? Gibt es keine Infos? Oder? Ah, der Kriegsbringer. Dick über das U-Boot schreiben, machen Sie einen guten Eindruck und sorgen Sie für seine Sicherheit. Oh, das ist cool. Das machen wir mal. Hier unten haben wir einen Kriegsberichterstatter dabei. Das bringt 150% nett. So, auf Wiedersehen. So. Dass das immer so klopfen muss, ne? Jetzt wird jemand von außen gegen das U-Boot hauen. Furchtbar. So, wir gehen hier hin. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich hatte das doch einfach nur hier rüber. Okay. Legen Sie den Kurs an. Dann juckeln wir mal in unser Einsatzgebiet. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So. Ihr habt ja, wenn ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt,
Da habe ich ja die Einstellung vorgenommen, in welchem Realismusgrad sich das Ganze hier befindet. Schneller, schneller! Wir sind auf unterhaltsam. Man kann das Ganze noch anders einstellen. Das hat dann zur Folge, dass zum Beispiel bei Kollisionen das Boot auch beschädigt wird. Dass die Crew das nicht alles automatisch, also die Feuervektoren berechnet oder. So, jetzt haben wir hier unten so einen Sonderauftrag. Da fällt mir gerade ein, wir haben gar nicht so oft in unser Boot geguckt. Es gibt nämlich auch die Möglichkeiten, dass zum Beispiel in der Kombüse... Oh, hatte der jetzt so viel Essen? Naja. Diese Routine bringt mich auf, dass der in der Kombüse spezielle Aufgaben hat oder. Sondern, wo ist denn hier mein Target? Gerade Karten. Red mal mit dem. Ah, der Kriegsberichterstatter bedankt sich herzlich bei Klaus Hagenau dafür, dass er während des Einsatzes in der Mannschaft aufgenommen wurde. Klaus Hagenau schüttelt ihm die Hand und erklärt ihm nach einigem Plausch grundlegende Dinge über das Leben an Bord von U96 und wo seine Koje ist. Horst Schmidt schätzt die Unterstützung, fügt hinzu, dass er nicht zum ersten Mal auf einem Boot ist und bestätigt, dass es ihm gut gehen wird. Willkommen an Bord. Ah ja, das heißt, ich kann dich auch missbrauchen, oder? Nee, er macht nur Fotos. Gut. Kapitän? So, unser Hayopai da schläft. Du gehst bitte an den Kartentisch. Ich möchte ein bisschen Sprit sparen. Müdigkeit. Na gut, die sind alle ziemlich müde, ne? Können wir ja mal hier die zwei wegnehmen. Wenn wir diese Mission jetzt abgeschlossen haben, werde ich dann auch dazu übergehen und unsere Leute vielleicht einmal auf Fronturlaub schicken. Ich glaube, nach 3 Einsätzen ist das ruhig schon mal vertretbar. Jawohl. Was einen massiven Moralboost tatsächlich gibt. Hier 0,6, das ist vollkommen in Ordnung. Also das ist halt passiert halt dadurch, ne, es ist halt kein Loch in der Hülle oder so, sondern durch das Wasser, das dann mal hier über den Turm schwappt oder sonstige Späße, kann das dann mal passieren. Das kann man halt ein bisschen verhindern, indem man die Außenluke zum Beispiel zumacht. Ist aber halt Schwachsinn, weil sobald ich jemandem sage, er soll oben ans Deck gehen, bleibt die auf. So, und jetzt... Ich glaube nicht, dass hier eine U-Boot-Gruppe ist. Außer das U-Boot wird gerade zusammengebaut oder so. Also wir wissen, dass im Hafen hin und wieder mal U-Boote vor Anker liegen. Oder uns welche begegnen. Aber ich glaube nicht, dass... Nee. Ja, und dann hatte ich auch mal vor, mir jetzt diese Kriegsberichterstatter-Geschichte nicht dabei gewesen. Und das ist das, was ich meine. Wir sind einfach zu nah an diesem Küstenabschnitt dran. Das stört mich dann immer schon. Irgendwie. Hätte ich die jetzt mit euch heute gemacht, aber ich möchte halt gucken, inwiefern mir das was bringt und wie sich das Ganze so... Oh, halt, stopp, er möchte mit mir reden. Wie sich das Ganze halt so widerspiegelt. Ob man halt auch ein Negativereignis daraus ziehen kann. So, Horst Schmidt erklärt Deadhead, unsere Wenigkeit, dass er der Öffentlichkeit ein wenig erzählen will, wie gut konstruierte U-Boote sind. Er will die Zusammenhänge jedoch nicht verwechseln und glaubwürdig darüber sein. Er fragt Deadhead, ob er ihm genau erklären könne, wie U-Boote tauchen, um alle grundlegenden Fakten, die bereits kennt, abzugleichen. Was haben wir hier? Es sind 5 Ballasttanks an Bord, die bei einem Tauchvorgang von vorne nach hinten geflutet werden. U-Boote haben einen neutralen Auftrieb und können sich mit dem Steuerruder vertikal bewegen. Diese Informationen sind geheim. Die Informationen sind nicht geheim, das ist... Ja.
Dank Ihnen, es scheint wirklich interessant zu sein. Der Fortschritt zur Publikation nimmt zu. Ich helfe Ihnen gern. So. Du hörst bitte auf zu schlafen. Du hörst auch auf zu schlafen. Jetzt bin ich an meinem Funkgerät. Wobei, nein, wir brauchen dich nicht am Funkgerät, wir brauchen dich am Horchhaufen. Denn selbst bei schlechter Sicht wollen wir ja sehen, was so in der Umgebung ist. Das ist ja ziemlich wichtig. So, können wir jetzt endlich von dieser Küste weg. Ich kriege schon wieder zu viel hier. Ah, auf der See. Zack, zack, zack. Es kann halt auch mal passieren, dass man dann zufällig, ne, im gegnerischen Flottenverband, gerade hier so in der Keltischen See, über den Weg fährt. Das ist dann manchmal ein bisschen ungünstig. Also mit Zerstörern lege ich mich nur sehr, sehr ungern an. Es gibt immer so hässliche Dellen im Lack. Und ja. Gut, wir erreichen unser Patrouillengebiet. Und dann werden wir nämlich jetzt hier hochfahren. Jawohl. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Und dann gucken wir mal, was da so abgeht. So, wenn wir das Gebiet erreicht haben, müssen wir jetzt erstmal unserem Funker sagen, dass er wieder an sein Funkgerät zugehen hat. Herr Kaloy. Captain Glühstrom, ich weiß zwar nicht, auf welcher Frequenz du funkst, aber... Oh, wir haben eine eingehende Nachricht vom BDU. Erst wegschicken, dann die BDU-Nachricht. Könnte halt ein weiterer Auftrag sein oder eine Mission, die wir jetzt haben. Zack. Zu Befehl. Ja, Müdigkeit ist natürlich immer ein Problem. So, was haben wir denn da? Oh, also bla 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 bla. Wir haben Informationen, dass ein Lizard wichtige Technologie-Lerner, das muss um jeden Preis versenkt werden. Alles klar. Das ist schön, dass wir es nicht suchen müssen. Jawohl. So. Dann tust du mir bitte den Gefallen. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Tust du mir bitte den Gefallen und gehst schlafen. Wir können übrigens hier jetzt mal bei Fähigkeiten gucken. Er hat diese beiden Fähigkeiten von Anfang an: Befehlshaber und gute Beziehungen. Und dann könnten wir ihm jetzt Artillerist geben. Oder halt Fokus. Ich würde ihm in dem Falle den Artilleristen geben. Da können wir jetzt überall mal durchgehen. Und denen mal bessere Fähigkeiten geben. Dann ihm geben wir natürlich das Gehör. Ist natürlich klar. Dann haben wir ja zwei Ingenieure mit an Bord. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann ich Wiederverwertung machen. Da kann ich aus Schrott Ersatzteile herstellen. Oder halt Handwerk. Dann ist er nämlich schneller. So, da ich relativ wenig Schrott meistens habe, möchte ich, dass er das schneller macht. Ich weiß gar nicht, du müsstest ja auch irgendwie eine Auszeichnung gekriegt haben, ne? Fähigkeiten hier. Oh, der ist Koch. Alles klar. Koch und Ingenieur. Cool. Kann er in der Werkstatt sehen? Weißt du was, wir machen einfach mal den, weil... Von allem etwas haben ist auch nicht verkehrt. Und dann wir selber werden in dem Falle natürlich den Fokus nehmen. So. Alles klar. Damit haben wir, glaube ich, alle wichtigen Sachen gemacht. Der ist im Bett. Der ist auch im Bett. Der ist an den Maschinen. Wir schaffen 14.000. Kapitän. Wir brauchen nicht ganz so viel, dann nehmen wir die mal raus. Grundsätzlich
Grundlagen plus 3, normale Beleuchtung plus 3. Ich muss mal ganz kurz hier was gucken. Und zwar, ich wollte das beim letzten Mal schon... nein, hier. Tiefenmessung erhöhen. Und zwar ist mir durch Zufall halt... Beziehungsweise ich weiß, dass man hier in die Ego-Perspektive gehen kann. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich habe leider tatsächlich vergessen, welche Taste das ist. Freier Kameramodus, das ist N. Screenshot speichern ist F10. Bin ich jetzt total balabala? Da, F1. Ah, F1. So, dann können wir nämlich... Wenn wir hier unseren guten auswählen. Und dann hier. Ah, Posten verlassen. Und dann sind wir hier auf F1. Und dann können wir hier auch so selber durch die Gegend laufen. Und dann hier so hin. Ja, könnten dann hier das Ding bemannen. Können hier unsere Flagge einholen. Dann runterklettern. So. Das ist der Kommandoraum. Der Kommandoturm. Hallo? Geht mal weg. Danke. So, und dann können wir hier rangehen. Und im Prinzip dann auch, wenn das Schiff beschädigt ist, selber durchs Schiff gehen, die Luken zumachen, etc., etc. So. Ich wollte jetzt gerade mal schauen. Ich würde gerne das Deck fluten. So, und dann gehen nämlich meine Leutchen auch alle schön rein. Wir machen das gerade allerdings ein bisschen spät. Was ist hier denn drin? Oh, 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 oh. Ja, die machen das sehr spät. Herr Kaloy. Funker. Zu Befehl. So, jetzt kriege ich die Meldung, keine Seewacht auf der Brücke. Das ist okay. Weil wir haben ja unseren Typen hier am Angriffsperiskop. Herr Kaloy. Was macht er hier eigentlich? Hier, sonstige Auftrag. Matrosen können ja auch mit den Aufgaben unterstützen und die Aufgaben schneller und besser erledigen. Die Vorbereitung, diese Blindgängers zu reduzieren. So, wir reduzieren natürlich jetzt die Möglichkeit, dass sie uns sehen, sehr stark. Aber was ich eigentlich herausfinden wollte, war. Genau, Sauerstoffgehalt. Alles klar. So, dann tauch bitte wieder auf. Kapitän. Der Maschinist macht den. Der Dienst in der Marine hat Tradition. Mach den mal eben an. Weil wir wollen ja erstmal in die Nähe kommen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Luftreserven niedrig. Und die füllen wir jetzt wieder auf. Wie weit ist denn dort? So, wo haben wir denn unseren Funker? Da. Herr Kaloy. Geht bitte hier hin. Ei, ei, Herr Kaloy. Sehr schön. So, der ist im Bett. Herr Kaloy. Kriegt bestätigt. Auch einen. Sind aber inaktiv. Ja, also ich finde das persönlich sehr cool. So, er sagt seinen Typen jetzt, dass er aufstehen muss. Gut, hier ist halt das gelagerte Torpedo, das ist jetzt gerade ein bisschen doof, aber das ist, glaube ich, daneben, tatsächlich.
Wir sind nah dran. Konvoi HX. So. In einem Radius von 11 Kilometer. Ah ja. Fahren wir doch mal weiter. Dann gehen wir nämlich jetzt exakt auf diese Deckfluten-Geschichte. Keine Seewacht auf der Brücke, ja, das ist ja normal. Und werden Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs ein wenig ändern, damit wir erstmal näher rankommen und diese dann halt auch finden. So, was macht er denn hier eigentlich? Ne, Sichtweite. Sichtweite haben wir von 25% erhöht. Sehr schön. Also er ist hier am Boch, am Hydrofon. Hydro. So, und dann Seerohr einfahren. Ne, das wollen wir ja nicht. Und wir gehen auf Seerohrtiefe. Wechseln auf E-Motor. Oh, jetzt ist das Hydrofon auch an. Jetzt müssen wir unsere Geschwindigkeit ein bisschen drosseln. Und tada! Ist nix. Schade. Jetzt möchte hier unser Korrespondent wieder irgendwas. Ich sehe leider gar nichts. Hm. So. Kapitän? Bestätigt. Horst Schmidt plaudert ein wenig mit Klaus Hagenau und erwähnt, dass die letzte Mahlzeit sehr lecker war. Aus Neugierde fragt er, wo das Essen auf dem Boot gelagert wird. Im Offiziersteil in der Nähe der Toiletten. Diese Information ist geheim. In den Toiletten. Tatsächlich weiß ich das gar nicht. Hier ist das Offiziersabteil. Da ist der Schrank. Dann im Office. Ja. Er dankt Ihnen für die Antwort. Er scheint allerdings etwas verwirrt darüber zu sein. Ich helfe Ihnen gern. War das falsch? Ich weiß es gar nicht. Da ist die Toilette. Oh, war falsch. Na gut. Kümmern wir uns mal wieder um das Wichtige. Chefschrauben, Herr Kaloy. Ah. Alles klar. Herr Kaloy. Da hört er Schiffsschrauben. Diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, kurz gucken hier, 21 Minuten. Dann müssen wir leider doch nochmal auftauchen. Anblasen. Weil... Herr Kaloy? Rupila. Entschuldigung, schrei doch nicht so. Schrei mich nicht an, ich bin sensibel. So, der Elektromotor ist jetzt nicht ganz so stark getroffen. Habe ich keinen ausgewählt? Kapitän? So. Auf Dieselmotor. So, dann gehst du bitte die Brücke. Der Dienst in der Marine hat Tradition. Und wir schauen mal, wo wir die guten Schiffe finden.
Wasser. Was hat er denn jetzt schon wieder? Herrgott. Herr Kaloy? Horst Schmidt scheint wegen etwas verwirrt zu sein. Er streckt die Hand aus und fragt Klaus Hagenau, warum es in der Kommandozentrale ein zweites Periskop gibt. Dieses Periskop ist für die Torpedolösung vorgesehen, ist besser für die Ortung von Flugzeugen und für die Navigation geeignet. Diese Information ist geheim. Moment, wo steht er? In der Kommandozentrale. Das ist der Kommandoturm, richtig? Oh, nein! Verdammt! Herr Kaloy? Kapitän? Na gut, das war jetzt blöder Fehler meinerseits. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Was verpasst? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. Legen Sie den Kurs an. Er hat doch gesagt, er hat Schiffsschrauben gehört und ich kam ab von hier vorne ein Signal gekriegt. Legen Sie den Kurs an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Meister. Ist er jetzt über Bord gegangen oder habe ich das verpasst? Da war doch gerade ein Ausrufezeichen drüber. Na gut. Wir suchen weiter. Kann ja nicht so schwer sein. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Legen Sie den Kurs an. Jetzt aber. Da ist Ausrufezeichen. Nein, ich habe es im Dienst entlassen. Herr Kaloy. Soll's mit dem. Sehr wohl, Herr Kaloy. Kapitän? Posten verlassen. So, dann latschen wir mal durch unser Schiff. Boot. Boot. Können wir hier gleich nochmal anschalten. Gruselig. So. Hallo. So. Auf dem gelagerten Druckluft verwendet. Warte, das nochmal. Horst Schmidt fragt Klaus Hagenau, wozu die auf dem Boot gelagerte Druckluft verwendet wird. Die wichtigste Verwendung ist das Abblasen der Ballasts aus dem Ballasttank. Es hilft, die Atemluft bei langen Fahrten unter Wasser wieder aufzufüllen. Der Dienst in der Marine ja, gut, hat Tradition in meiner Druckluft Familie. Ist, für die Verwendung, ne? Oh, guten Hunger. Was ist das? Kartoffeln mit Rotkohl und undefinierbaren Stäbchen. Das sieht aus wie eine Gemüsesuppe. Ja, moin. Oh, alles gut. Jetzt waren wir immer noch damit beschäftigt, diese komischen Transportdingis zu finden. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Er sagte irgendwas von 11 Kilometer. Befindet sich vermutlich im Radius von 11 Kilometer. 11 Kilometer, das ist fast der Radius, der dafür gesetzt ist, um im Prinzip unser Schiff aus dem Reisemodus zu holen. Ich hätte gerne Tarhak. Legen Sie den Kurs an. Da
Es ist wesentlich einfacher, so Schiffe zu entdecken. Wir haben 2 Kilometer Sichtweite. Legen Sie den Kurs an. Okay, da waren sie nicht. Dann fahren wir einfach mal da hoch. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie was vor. Es kann manchmal doch sehr zeitintensiv sein. Wir sind nah dran. Ja, das weiß ich. Herr Kaloy? Jawohl, Herr Kaloy. Warum sind die denn so gut? Oh, sind sie gar nicht. Ach! Kontakt! Oh oh. Alarm! Auf Gefechtsstation! Oh oh. Moment, Moment. Ich bin auch so ein richtiger Tollpatsch. Ich muss noch den Funkraum besetzen, wenn ich überirdisch unterwegs bin. So, zack. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Flugzeug. Das Flugzeug stört mich jetzt soweit erstmal gar nicht tatsächlich. Der Flugzeugträger aber schon. Ja, moin. Welche Richtung fährst du? In diese. Das heißt, wir gehen erstmal auf Kurs auf diese Koordinaten setzen und dann auf Seerohrtiefe gehen. Wechseln auf E-Motor. Halt. Wir werden zwar kein Frachtschiff versenken. Auf Seerohrtiefe. Aber legen Sie den Kurs an. Vielleicht einen Flugzeugträger. Auf Gefechtsstation. Alles klar. Kurs setzen. Cool. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja. Hallo Konvoi. So, er fährt in diese Richtung. Das heißt, wenn wir es schaffen, an ihm vorbeizufahren. Legen Sie den Kurs an. Torpedokurs berechnen. Legen Sie den Kurs an. Legen Sie den Kurs an. Ich weiß, unsere Aufgabe ist eine andere, aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So einen Flugzeugträger, den versenkt man doch schon mal gerne. Wo ist er denn da? Ah, der ist ja nur in dieser Hydrofon-Geschichte. Da haben wir einen. So. Torpedo ausrichten. Nein. Ey, komm zurück. Den hätte ich gerne und Abfangkurs. Nee, irgendwie nee. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, der fährt ja eigentlich ziemlich gut zu uns. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf kleine Fahrt. Und ich will den nicht identifizieren, Keule. Ich will, dass du den anvisierst. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oder parallel zu ihm fährst, das wäre ja auch schon mal was. Schneller, schneller! Kurs setzen.
neuen Kurs an. Zu Befehl. Inaktive Manöver sind eine Aufgabe. Ich meine, im Gegensatz zwei Vorräte zu den Deckgeschützen und in die Kombüse. Gut, brauchen wir nur den einen. Unser Sauerstoff wird knapp. Wie lange dauert es denn, diese blöde Ziellösung zu berechnen? Uni Warstein. Schlechte Luftqualität, ja, das ist okay. So. Dann wollen wir mal. Das Problem ist gerade, gut, das werdet ihr vielleicht nicht haben, aber ich habe es tatsächlich. Ich sehe gerade auf meinem Bildschirm nichts, weil die Sonne gerade sehr ungünstig in mein Fenster scheint. Dunklere Nächte. Um die Nächte dunkler zu machen, in Außenbereichen kann die Verwendung von Taschenlampen und okay. Ja, nein. Gut. Lassen wir so. Halt, stopp. Wie lange haben wir noch? 10 Minuten. Gut, dann heißt es jetzt alles oder nix. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir wechseln hier in unser U-Boot. Manueller Modus. Oh, schöner Flugzeugträger. Wir können hier übrigens auch die Höhe noch ein bisschen verändern. So. Das ist die Illustrious. Torpedokonsole. Rohr 1 bewässern. Rohr 2 bewässern. Rohr 1 bewässert. Rohr 2 fertig. So, wir gucken mal, wie steht es da rum. Deswegen Kurs, so wenn dann wechseln. Prozent. Torpedokurs berechnen. Ja, rechne. Los! So, dann würde ich sagen, machen wir mal ganz schnell einen Schuh. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Und schauen mal, was hier unsere guten U-Boote. Ach Quatsch, 30 U-Boote. Sekunden. Da haben wir Kameraeinheit ausrichten. Und ich sehe leider nichts. 20 Sekunden. Die Sonne steht natürlich für den Nachtgefecht auch sehr ungünstig. 10 Sekunden bis Einschlag. Treffer. Ah ja, das sehe ich. Unten am Rumpf. Treffer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, wir drehen ab. Und dann oh, er startet Flugzeuge. Ist nicht so geil. Das heißt, er ist nur angeschlagen. Er ist nicht tot.
Dann nehmen wir unser Finder. Wenn die Sonne nicht so ungünstig stehen würde, ne? Rohr 5 bewässert. Und Feuer. Rohr 1 geladen. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. 7 Minuten. Sekunden. Es wundert mich gerade ein bisschen, dass der feindliche Zerstörer nicht dreht. Zehn Sekunden bis Einschlag. Manueller Modus. Bisschen höher. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Verdammt. Treffer. Was? Treffer? Schwere Schäden am Rumpf. Oh. Hat er nicht gerade eben noch gesagt, er ging daneben? So. Hm, der sieht ungünstig aus. Sehr ungesund. Die spawnen halt einfach in der Luft. Legen Sie den Kurs an. Wir haben nur noch Braucht. Was haben wir denn? Kontakt Illustrious. Legen Sie den Kurs an. Na komm, du kannst doch jetzt untergehen. Rohr 2 geladen. Sehr schön. Kurs setzen. Sehr, sehr schön. Aber wir haben ein Problem. Wir müssen definitiv auftauchen. Anblasen. Das ist halt der Nachteil von den zu kleinen Sauerstofftanks. Die wir nun mal leider einfach haben. So. Aber wir haben einen Flugzeugträger versenkt, meine Freunde. Und ich würde sagen, das ist schon mal sehr erfolgreich. Herr Kaloy? Bringt uns halt 15.000. Wechseln auf Dieselmotor. Müssen wir schnell unseren Sauerstoffvorrat aufpushen. Voll in 25 Sekunden. Ja, ja, wir sind zu 39% sichtbar. Ich weiß, ich weiß. Schneller, schneller, schneller. Legen Sie den Kurs an. Wir drehen natürlich jetzt wieder in Richtung Kurs auf Konrad. Diese Koordinaten setzen. Rohr 5 geladen. So, ist voll. Und wieder auf Seerohrtiefe gehen. So wenig wie möglich Aufmerksamkeit auf uns lenken. Ah, von Volllast. Wo haben wir denn da? Ja, und mit diesem sehr erfolgreichen Schlag gegen die Royal Navy würde ich sagen, wir machen hier eine kleine Pause, machen hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und schauen, ob wir uns dann den kleinen nervigen Konvoi da vorne vorknüpfen können. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich freue mich, ich bin der Deadhead und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dato, reingehauen!